Ihr habt gesehen auf dem Flyer, den wir gemacht haben, dass wir nicht haben gesagt, Kapitel 1 bis 4, dann Kapitel 5 bis 7, Send schreiben, das Tier, die Zahl, einfach die Sachen, die man gerne sagt, was, es müsste ein bisschen Fahrplan geben, für die Offenbarung aufzuschlüsseln und für ein bisschen Sicherheit zu geben, wo stehen wir jetzt? Ja, es geht zum Glück noch ein bisschen länger, sind noch nicht alle Schubladen offen beim Möbel, oder? Was dort am Schluss noch in der untersten Führung kommt, das ist das, was mir ein bisschen Angst macht, sagen die EU. Und andere sagen, nein, das wollen wir wirklich alles zusammen wissen, aber wir machen das hier nicht in dieser Art. Also wir gehen nicht Kapitel für Kapitel durch die Offenbarung durch, sondern wir beleuchten Aspekte beleuchten. Sehr verschiedene. Man kann auch nur einfach ein Abend hier hören, man verpasst nichts von nachher oder vorher. Jeder Teil ist für sich ein Thema. Und das hat mit dem zu tun, dass die Offenbarung so ein vielschichtiges Buch ist. Wir haben jetzt 6 Themen ausgewählt. Ich weiss, man könnte noch 6 andere ohne Probleme. Nein, so ein vielschichtiges Buch mit so vielen Bezügen. Warum? Weil das ist die Zusammenfassung von allem, was durch die ganze Schrift im Alten Neuen Testament eben steht. Alles kommt irgendwie zu einer Vollendung, alles kommt zum Zug, alles rundet sich ab, alles bricht noch einmal auf. Und das hat zur Folge, dass einfach die Schrift so viele diverse Sachen beleuchtet, dass man fast lieber einfach mal sagt, jetzt tun wir mal irgendwo einen Aspekt herausgreifen und schauen den ein bisschen gesamtbiblisch an. Das ist auch so ein Anliegen von uns beiden, dass wir gesamtbiblisch, wenn schon, eben beleuchten oder argumentieren.